Der letzte ist da unten. Und danach kommt die Mission. Aber jetzt machen wir erstmal die... warten Sie, nehmen Sie mich mit. Denken Sie an die Sprengfallen, ne? Ach, gehen Sie mal wieder um Keks. Ja. Boah. Klar. Logisch. Einfach mal über die Palmi. Der letzte. Oder das letzte? Ah, das ist Contana. Ich komme hier nicht raus. Das ist gemein. Das machen sie doch mit Absicht. Hör sie auf! Aber es ist gemein! Das ist gemein. Habt ihr das gesehen? Das hat er mit Absicht gemacht, damit ich ja nicht da raus als erstes rauskomme. Ich den letzten hier mache. Sowas Gemeines, ne? So. Ha! Habt ihr das gesehen? So, jaranische Geschichte auch noch gleichzeitig abgeschlossen. Bitte nicht stören. Ah, Herr Stöckel. Ey! Haben Sie wieder ein paar Freunde gefunden, so robotermäßig? Oh, hier liegt er. Grill dich jetzt! So. So, und jetzt werden wir mal zum. Das ist da oben, da können wir hinlaufen. Ja. Was wollen Sie mit dem Ding? Ist nicht Ihr Ernst. Los geht's, Leute. So, jetzt hacken wir den Computer von McKay und dann gucken wir mal, was der alles noch. Wir gucken mal, aber hier sind viele, viele Gegner. Markieren Sie mal. Wie mache ich eigentlich das Fernglas? Also, ich sehe hier keinen einzigen Gegner. Ja, auch nicht. Ja. Geh da mal rein oder darauf. Ein hässliches Gebäude für langsam. Ich höre da was. Wir müssen oben aufs Dach. Ja, verstanden. Ein hässliches Gebäude für hässliche. Aber hier waren wir schon mal. War das das? Nee. Hier ist jemand, aber das ist ein Zivilist. Verstanden. Hier muss ich gut aufpassen. Ich bin oben auf dem Dach. Schön für dich. Hier ist auch einer, der qualmt sich gerade eine. Seien Sie leise, kommen Sie hier rüber zu mir, aber geduckt. Geduckt. Da unten ist einer. Direkt vor Ihnen. 12 Uhr. Den hole ich mir leise. Wenn das der einzige ist, nicht dann noch unterhalb einer ist. Markiere den mal eben. Soll ich mir den leise nehmen? Ja, versuchen Sie es. Aber achten Sie drauf, ob nicht rechts noch einer steht. Ja, steht nichts. Ich höre noch was. Kann nicht hoch. Ja. Bin im Gebäude. Ja. Ich gehe mal oben lang. Kann man diese Plakate eigentlich auch irgendwie? Glaub nicht. Abfackeln oder so? Oh, hier ist einer im Gebäude drin. Ich hab Ärger. Okay, ich hab verstanden.
Hier sind noch mehr. Ja, hier oben ist McKay, der Schlüssel. Ich habe einen Schlüssel. Da bist du ja. Scheiße. Ich habe den Computer. Ja, und ich habe eine Schlüsselkarte. Komm her, wir müssen erstmal eine wegräumen hier. Ja, ich bin dabei. Der Feind ist im Gebäude. Ich habe keinen Sichtkontakt. Komm runter. Bin dabei. Komm her! Ja. Wir sind noch mehr. Wir müssen die alle erstmal alle wegmachen. Mhm. Oh nein! Wo ist der scheiß Alarm? Ich hab mich. Raus! Ja, ich such den ja erstmal. Der scheiß Alarm. Wir müssen alle wegmachen, alle. Ja, ich hab's verstanden. Die ist durch die Wand. Was für Castillo? Alter, von hinten? Wo kamen die denn ruhig, jetzt? Ganz ruhig da bleiben. Da sind noch mehr. Okay, hab ich. Jelena. Was machst du da? Ich sag schon. Ach Mann, ey. So, jetzt machen wir so platt hier. Ja, du bist eine Flachpfeife, bist du. Ehrlich. Ich bin noch dran. Ja, ich bin auch dran. Sagen wir mal, McKay weiß noch nicht, wie man einen Browserverlauf löscht. Moment. Wo denn? Da oben. Danny, ich hab den Zeitplan des Büros. Anscheinend traut sich McKay heute dort mit einigen Leuten. Klopfe auf Holz. Pass auf hier, Mann! Ja, ich seh schon. Super. Iri! Ja, ich bin noch dabei! Wo bist du bei? Oh, ich muss hier erstmal weg, ey. Das ist ja eine reine Motzelei, ey. Oh, Leute. So. Kommen ja von überall hier, ey. Müssen die erst. Die müssen wir erstmal alle weg machen. Aua, 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 aua! Wie kann mir das helfen? Ich habe Informatik immer geschwänzt. Ist das so? Keine Bewegung. Meine Güte, da komme ich gar nicht durch den Helm durch. Leck mich doch so, am Arsch. Sei ruhig. Ich nicht so weit vom Paket weg. Die Verbindung läuft über dein Helm. Ich hab keine Munition mehr. Ich hab keine Muni mehr. Sammel über die Leute drüber. Nein, das bringt nichts. Weil die eine andere Knarre haben. Ich sehe was! Ah, wie kann ich die denn so töten?
Nimm die Machete! F. Ich hab keine Muni mehr, leck mich doch an. Ah, sind wir mal ein bisschen brutal hier, ne? Okay. Komm hier oben rauf! Ich bin doch schon neben dir. Kannst du den Soldat aussperren, wenn ich dort bin? Für dich doch immer. Computer. Wo ist der Konferenzraum? Ich weiß nicht. Da unten. Ich seh dich. Der kann nur unten sein. Aua! Hier ist noch ein Brief. Ach, der ist oben. Okay, doch oben. Da drin. Was? Warte. Da kommt. Komm! Ja, hier war was hinter mir. Ich wollte dir. Komm! Ja. Wow. Tschüss. Oh. Komm schon. Hallo? Wie läuft's denn so, Rucksack? Was glaubst du, du Yankee-Arschloch? Kanadisches Arschloch. Wir sind wie Amerikaner, nur dass wir uns entschuldigen, während wir das Messer reinstecken. John McKay. Was machst du so? Du hast meine Freunde getötet. Dafür lasse ich dich büßen. Verstehe. Als sie gestorben sind, ist ihnen da das Hirn aus den Ohren gelaufen? Nein, weißt du was? Keine Spoiler, ich sehe mir das selbst an, sobald mein kleines Monster im Bett ist. Spitzenjob bei Benitez, du hast mir einen Gefallen getan. Ich hatte dieses Meeting mit Castillo. Und ich habe das Video gesehen, wie ihr Bestien sie aufknüpft. Es ist direkt hier auf meinem Handy. Er war echt angepisst. Du bist der Nächste. Sehen wir uns die Fakten an. Dein Land hinkt 7 Jahre hinter dem Rest her. Wenn du Castillo und mich machen lassen würdest, wäre deinesgleichen von der dritten in die erste Welt befördert. Ruckzuck. Deinesgleichen? So viel Liebe. Gottchen, schnallst du denn das nicht? Du bist nicht mein erster Gorilla und Yara kenne ich auch. Ist nichts Persönliches, du bist an der Reihe. Also bleib, wo du bist. Ich habe ein paar echt lustige Hombres zu dir geschickt. Was für ein Spaß. Was ist das? Damit kann ich alles vernichten, was deinen Namen trägt. Hast du mich gehackt? Wir sehen uns, McKay. Du beschissenes Arschgesicht! Jo, ja, super. Keine Munition. Ja, aber du hast F. Du hast eine Machete. Die da. Ja, das bringt doch nicht viel. Da kommen sie schon. Ein Schuss immer in den Kopf. Ja, mach ich doch die ganze Zeit. Oh, das ist klasse. Ich kann dich sterben sehen. Du hast vermutlich eh nichts. Ich habe so viel Scheiß in so vielen Clouds und auf privaten Servern versteckt. Und ich weiß, wie ich meine Server... Ach du Scheiße. Ja, ja, ich sehe das hier gerade. Übrigens habe ich die sichersten Clouds auf der Welt. Weißt du, was das Gute an Clouds ist? Cloud kann man nicht besser. Du bist nur ein Regenbogen, der den Wind aufhalten will. Oh, ich bin tot. Verdammt, ich bin gestorben. Ich bin gestorben. Kannst du mich retten? Danke. Pass auf, hinter dir. Ja, dann renn doch nicht immer so weit weg. Mach den doch weg, ey. Scheiße! Rennt schon wieder, ey. Miri, wo bist du? Ich brenne, ich hab hier draußen die weggemacht. Ach Mann, ey. Ich hab die hier draußen weggemacht. Hier waren auch noch welche. Was ist jetzt, hat den du weggemacht? Oh, ich hab ihn erledigt. Kopfschuss. Mann, ey. Bleib doch locker. Ja, draußen waren auch zwei. Die musste ich auch erstmal. Ich kann ja nicht da draußen die leben lassen, ne? Hier.
Oh, schon wieder Feuer. Wir müssen die Pakete abliefern. Ja, verstanden. Aber hier sind noch welche, zwei Stück. Ja, wir müssen hier raus, guck mal. Ja, hier sind aber noch welche hier drauf. Ja, dann hoch. Miri. Ja. Kommen Sie mit. Lass uns einfach ein Auto holen, Mann. Ja. Hier stehen genug Autos rum. Wow. Warte mal. Halt ihn. Ich bin angegriffen, der Sack. So, dann gucken wir mal. Da kommt wieder einer, ey. Meine Güte, ey. So, ich bin draußen. Ich treff den hier nicht. Ein scharfer Schütz, warte, ich bin im Sniper. Boah, ist das ein scheiß Ding, ey. Warte, ich versuch den. Wo bist du denn? Hab ihn. Rapido, da drüben. Ja, los, komm zu den Autos, hinter komm. Hier ist der. Wo geht denn her? Sehr schön, komm. Aber hey, ich hab mehr Infos zu McKay und Castillos Giftproduktion. Wie geht's? Wo bist du? Am Auto. Warte, ich komm. Wichtig. McKay hat den Großteil der Security darauf angesetzt. Da ist noch einer. Machen wir sie platt. Zwei. Was zuerst? Deine Entscheidung. Wir treffen uns am Valera-Holzlager oder du gehst zu Lucky Mama an der Cardoso-Mühle. Jelena, ich habe alle Störgeräte ausgeschaltet. Komm jetzt. Ja. Gut gemacht. Alles, was wir tun können, um McKays und Castillo. Nee, warte mal, wir nehmen das andere Auto. Wir nehmen den hier. Meinst du, das schafft es in die Geschichtsbücher? Oh ja, in ein paar Jahren wird der. Kann ich losfahren? Ja. Störgeräte wahrscheinlich Nationalfeiertag. Lach nur. Du wirst schon sehen. Oh oh, Granata. Oh, oh, schon wieder Feuer. Oh. Auto kaputt. Ah, super, und ich bin tot. Super. Warum sagen Sie mir nicht, dass ich raus muss? Warum sagen Sie mir nichts? Was ist denn mit Ihnen nicht richtig, ey? Sie lassen mich. Sie sehen das doch, dass sie brennen. Ja, ich war doch gerade am Tabletten. Ja, Sie sehen das doch, dass das Auto brennt. Ich war gerade meine Tabletten am Nehmen. Ah ja. Okay. Das heißt natürlich alles. Mhm. Ja. Ich glaube, wir sollten erstmal eine Markierung setzen, wo wir zuerst hinfahren. Ja. Da oben. Ach, da ganz hinten sind die. Ach du. Ach, guck mal, da sind wir wieder ganz da, ganz woanders. Ja, da müssen wir woanders hin, ne? Würde ich sagen. Da müssen wir dann mit dem Heli hin. Also, das sieht man nicht gut aus. Mhm. Sollen wir, Moment, können wir nicht eine Schnellreise machen? Warten Sie, warten Sie. Nehmen Sie mal Ihre Markierung da weg erstmal. Naja, mach ich. Da eine Schnellreise. Ja, können wir machen. Wir können, wohin? Costa del Mar? Nach ganz oben, Versteck Mambo. Ja, wo ist das denn? Ich markiere und Sie sagen ja. Wir reisen einmal über die ganze Karte, Freunde. Also jetzt kommen wir doch wieder in den anderen Bereich, ne? Ja. Hm. Wir hatten nämlich vorher drüber gesprochen, ob wir da nochmal hin müssen. Ja, jetzt sind wir nochmal bei Augusta Linda und wir müssen hinter mir. Ist trotzdem noch ganz schön weit weg. Da, 300 Meter. Jelena. Die 300 Meter. Alle Störgeräte ausgeschaltet. 3500 oder ich bin wieder ganz woanders. Du hast den anderen. Castillos Netzwerk zu schwächen zählt. Meinst du, das schafft es in die Geschichtsbücher? Nee, ich bin da, wo du auch bist. Nein, hinter mir. Hinter dir, meine ich. Komm zu mir. Lach nur. Du wirst schon sehen. Komm zu mir. Komm. Ich komm da nicht ran, ey. Aber hier waren wir auch schon, ne? Ja, klar. Diesen Weg kennen wir schon. Mahlzeit, Freunde. Da gleich kommt gleich der verwirrte Herr Hoxton. Aber den dürft ihr nicht so ernst nehmen. Der macht das nicht absichtlich. Halten Sie die Schnauze! Ihr Watch stöhnt hier. Ja, du. Ach, Sie sind das hier.
Verwirrte Herr Hoxton ist das hier. Der Stöhner. Halten Sie das Maul. Also mal, hier können wir uns verstecken. Wollen Sie das machen? Hier geht's weiter. Wer bist du? Mahlzeit. Langsam. Oh, ein Böser. Die gehen mir alle auf den Sack, die Typen. Hm, deshalb habe ich ihn ja auch vom Pferd geholt. Joggen? So, cool. Nummer 1. Ne? Ja. Ein Paketchen. Sind Sie da? Ja, ich bin hinter Ihnen. Ich gib's ab. Jawohl. Nummer 1. Super. So, und wie es weitergeht? Genau. Die anderen beiden Pakete, da 3800 und 2,7, das seht ihr nachher. Also, tschüss.